Es ist ein kultureller Fixpunkt in Fishermend, das Pfarrfest, das Jahr für Jahr zahlreiche Menschen zusammenbringt. Nach einer feierlichen Festmesse wurde im Pfarrhof zum traditionellen Pfarrfest geladen, bei dem es auch heuer wieder köstliche Speisen, erfrischende Getränke und gute Unterhaltung in gemütlicher Atmosphäre gab. Mit einer feierlichen Messe in der Kirche St. Michael begann das Fest. Später ging es weiter zum Pfarrfest, wo es im Pfarrgarten bei Speis und Trank ein geselliges Beisammensein gab. Schon in der Kirche merkt man den großen Gemeinschaftssinn. Es hat der rhythmische Chor gesungen. Und jetzt, wie das weitergeht mit Gemeinschaft hier herüben im Pfarrhof. Viele Vorbereitungen, fleißige Hände haben viele schöne Sachen vorbereitet. Mehlspeisen, es wird jetzt hier Schnitzel herausgebacken und so zusammengesessen. Ich glaube, es wird ein sehr gemütlicher Nachmittag und das prächtige Wetter dazu, das ist herrlich. Ja, das Pfarrfest ist immer ein Highlight und gerade jetzt im Juni passiert ja irrsinnig viel bei uns im Fischerment. Es sind sehr viele Veranstaltungen, wo die Leute zusammenkommen zum Plaudern, zum Austauschen. Und wie gesagt, ich bin der Pfarrer sehr dankbar und den ganzen Damen und Herren, die hier ehrenamtlich auch mitarbeiten, dass sie dieses tolle Fest organisieren und damit auch das Leben in Fischerment bereichern. Nachdem wir in jedem Gottesdienst Gemeinschaft feiern, es ist eine gute Gelegenheit, diese Gemeinschaft, die im Gottesdienst gepflegt wird, auch außerhalb noch ein bisschen weiter zu pflegen und weiter zu tragen. Und natürlich geht das nicht an jedem Sonntag und bei jeder Messe, aber so zu besonderen Punkten. Und das Pfarrfest ist so ein besonderer Punkt, wo es auch vom Wetter her, von der Jahreszeit her möglich ist, ganz eine tolle Sache, eben dann diese Gemeinschaft weiter zu pflegen, im Gespräch zu bleiben und vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen man sonst nicht so beisammen ist. Es ist immer gut, dass wir in dieser Zeiten, die eigentlich für manche Leute schwere Zeiten ist, dass wir zusammenkommen und dass wir zusammen plaudern können und unsere auch alltägliche Probleme mit uns zusammen teilen kann und damit auch an die Leute, dass sich die Leute besser fühlen und auch die ganze Pfarrgemeinde. Ja, das ist eigentlich der Punkt von dem Pfarrfest, dass wir zusammenkommen und dass wir ja zu Gottes Hilfe beten und dass Gott uns in dieser Gelegenheit hilft. Ja. Frisch gebackene Schnitzel mit Salat und erfrischende Getränke rundeten das Fest ab. Wiener Schnitzel und mit Salat und Pommes. Und wer kein Fleisch mag, der kriegt einen Gemüsestrudel. Und zu trinken, ja, bei der Hitze wird voraussichtlich sehr viel Alkoholfreies gehen, aber es gibt auch Schmankerln wie Aperol Spritz oder Hugo oder Limoncello Spritz. Und ja, wir laden jedes Jahr vor Sommerbeginn zum Pfarrfest ein, um die Gemeinschaft in der Pfarre zu stärken und um auch unsere Verbundenheit mit den Gläubigen und mit der Pfarrgemeinde darzustellen. Der Zusammenhalt ist wichtig und wird in Fischerment mit gemeinschaftlichen Festen wie dem Pfarrfest immer wieder hochgehalten. Ich finde das wunderbar, dass das angeboten wird, dass die Leute kommen und das auch annehmen, zusammensitzen, Spaß haben. Das ist Gemeinschaft und so soll es auch sein. Und da, glaube ich, sind wir eine Vorzeigestadt in Fischerment. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es gibt hier auch regelmäßige gemeinsame Veranstaltungen. Es haben auch die Spielleute heuer auch wieder hier gespielt in diesem wunderschönen Pfarrhof. Und wir versuchen halt alle gemeinsam das Beste für unsere Stadt zu erreichen. Und mit der Pfarre funktioniert das ausgezeichnet.